So Leute, ihr seht jetzt, dass wir hier oben sind und ihr fragt wahrscheinlich, wie wir da oben hingekommen sind. Und ja, wir machen jetzt mal dazu ein Video und ja, Morfelder, bist du bereit? Jo Leute, ich bin's wieder, euer Garklim. Mit dabei ist der Morfelder. Wir zeigen euch heute einen richtig coolen Bug bei TNT Wars. Und zwar hat seit gestern Revinzeit neue Spielmodi veröffentlicht und es sind ganz, ganz viele Bug-Reports in Foren eingegangen. Du kannst uns mal erzählen, was vorher für Bugs reported worden, Morfelder. Also anscheinend soll es einen Bug geben, womit man wie auch immer fliegen kann. Und es soll einen Bug geben, der aber gefixt wurde, mit dem man sich hochbauen konnte. Man konnte sich durch die Barriers, durch einen Block, der ersetzt wurde durch einen Baum, hochbauen und konnte auf den Barriers zum Gegner laufen und in seinen Korb bauen. Aber anscheinend wurden die schon gefixt. Ja, was wir uns da Schönes erfunden haben, das könnt ihr ja gleich im Video sehen. Und da kann wirklich oben alles zu sein. Wir kommen trotzdem bis ganz nach oben, Leute. Dann können wir dann zur gegnerischen Base laufen und die Spieler da unten trollen. Ist irgendwo drin? Muss ja, ich ja oder nein sagen. Ja, okay. Pass auf, lass mal jetzt die ganze Zeit sterben, dass denn hier am Spawn viele Sachen liegen. Wir packen uns die Sachen da in die Runde. Genau. Es ist nämlich auch so, Leute, dass wenn man hier die ganze Zeit runterfällt und dann an der Stelle steht, wenn das Spiel beginnt, hebt man dann die ganzen Sachen auf und hat sie dann. Das ist richtig cool auf jeden Fall. Props an die ganzen Devs. Lass mal hier die ganze Zeit mal runterfallen. Das Coole ist ja auch, dass es mal Auto-Respawn. Du bist jetzt hier, ne? Ja. Hab's. Und nice, wir haben jetzt eine Ender Chest und zurück zur Lobby mit ins Spiel gebackt. So, lass uns jetzt mal anfangen mit dem eigentlichen Exploit. So, man spawnt jetzt. Also Leute, es ist nämlich so, dass wir uns jetzt ein 1x1-Tor machen sollen an der Stelle hier. Es ist nämlich so, dass wenn man dann stirbt, dass man dann an der höchsten Position respawnt wird und ja, das ist dann da irgendwo ganz oben bei den Barriereblöcken. Es ist auf jeden Fall irgendwie ganz witzig, zumal weil es halt ein großer Server ist und zum anderen, weil auch die anderen, also auch die eigenen Teammates betroffen sind. Also ich meine, die Teammates spawnen ja dann auch oben und dann laufen dann alle oben lose rum. Ich fertig. Bist du fertig? Mhm. Okay, auf die Plätze. Fertig, los, let's go. So, respawn. Und wir sind oben, oh mein Gott, guck dir das. Lass uns mal zum gegnerischen Team laufen, wa? Da sehe ich auch schon jetzt die Leute da. Da baut der Typ irgendwie gerade, so eine Kanone. Jetzt ist einer von uns hier oben hier. Ja. Schau mal. Ja. Sag mal, was wollen wir da machen, wenn er das komplette Team dann von uns jetzt oben ist? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, dann lassen wir mal jetzt gleich schauen hier, wer noch alles am Leben ist. Wir haben da noch zwei Typen noch am Leben. Moment, warum kannst du fliegen, sagt Tobias.